So, und weiter geht's. Die Quest müssen wir jetzt erstmal abgeben. Anführer der Horde, ich habe euch hergerufen, zusammen mit einem unserer größten Champions, weil unsere Feinde ihre Kräfte sammeln. Die Allianz durchkämmt die entlegensten Winkel von Azeroth auf der Suche nach einem Vorteil gegen uns. Wir müssen dasselbe tun. Krieg zieht auf. Wir brauchen frisches Blut in den Reihen der Horde. Was sagt ihr dazu? Kriegshäuptling, vor Jahren verfolgte die Horde den flüchtigen Garrosh-Höllschrei in ein Echo des Draenors, das ich kannte. Dieser Champion hat sich mit der Rettung Draenors vor Garrosh und der brennenden Legion das Vertrauen der Orks dort verdient. Sie stehen in der Schuld der Horde. Und diese Schuld sollten wir einfordern. Ein Heer kriegslüsterner Orks aus einer anderen Welt? Ausgebildete Soldaten? Waffen, die nur darauf warten, auf die Allianz gerichtet zu werden? Interessant. Kriegshäuptling, die Tauren des Hochbergs haben heldenhaft an unserer Seite gegen die brennende Legion gekämpft. Genau wie unsere Ahnen vor langer Zeit. Ich habe ihre Anführer zu einem großen Festessen in Malgor eingeladen. Das könnte eine Chance sein, sie für uns zu gewinnen. Ein einfaches, doch starkes Volk. Sie wären tatsächlich eine Bereicherung. Auch ich habe einen Vorschlag, Kriegshäuptling. Die Sindorei unterhalten diplomatische Beziehungen mit den Nachtgeborenen, seit wir Suramar von der Legion befreit haben. Der Lordregent und ich stimmen überein, dass unsere Königreiche viel gemeinsam haben. Wir sind der Ansicht, die Nachtgeborenen würden wertvolle Verbündete darstellen. Selbst ohne den Nachtbrunnen besitzt Suramar gewaltige arkane Ressourcen. Sie wären ein weiterer nützlicher Pfeil in meinem Köcher. Jede der Optionen hätte ihren Nutzen. Ich glaube, unser Champion kennt diese Völker. Welchem dieser potenziellen Verbündeten sollten wir uns zuerst zuwenden? Darf ich jetzt auch mal? Oh Mann, ey, du blöde Zippe, du blöde. Ach, das Schild ist schön, ne? So. Tretet vor. Alle werden irgendwann der Horde dienen. Was? Das sind die Magar-Orks schon, ne? Ruf der Ahnen. Machtgewehren, freier Himmel erhöht die Reitgeschwindigkeit im Freien. Erhöht die Gesundheit von Begleitern und Wildblut verringert die. Haben nie von Dämonenblut getrunken, das ihren entfernten Verwandten zum Verhängnis wurde. Diese stolzen und trotzigen Kämpfer schlossen sich zu einem Stamm zusammen. Die Magar. Gebrochene Blut und starke Wehrgefühl. Kämpfen die Magar jetzt um die Azeroth. Achso, ach scheiße, die kann ich noch nicht machen. Ach, schade. Die wahre Arbeit fängt gerade erst an. So, eine Auswahl von Verbündeten. Ich habe viel zu tun. Da entscheide ich mich doch ganz direkt, ganz klar. Natürlich für den Nacht, für den Nightborn, ja. Oh, oh, oh Mann, bist du ein Schnuffeltipp da. Oh, aber du bist auch eine heiße Braut. Da würde ich aber schon gerne mal zusammen vom Nachtbrunnen trinken. So. Grüße, Champion. Grüße, Sylvanas. Die Sache ist die, ich glaube, die Quest ist jetzt einfach mal vorbei, weil... ja. Ich habe die ja schon gemacht, ne? Ich habe mich dann für die Nachgeborenen und für die Hochbergtauchen entschieden. Und die Magar kommen erst noch, das dauert noch eine ganze Zeit. Das werden die ein oder anderen aber von euch wissen. Aber dann könnt ihr schon mal sehen, was die Botschaft hier zu bedeuten hat. Für die, die noch ein bisschen Low-Level sind und sich wundern, warum das hier steht. Interessante Brille. Also. Und wie... da ist eine Quest. Achso, ja, das ist Event. Also, wie ihr wisst,
ist vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich weiß, die Folge ist immer so kurz. Ja, da kann ich aber nichts für, sonst weckert jemand, dass die Folgen zu lang sind. Also, bis dahin, tschüss und gehabt euch wohl.